Kung-Fu-Wufi. Ja, Wulfi. Ja, man merkt, wir sind auf der Allianz. Da sind Namen so... Ja. Gibt ja auch Leute, die heißen Tintenfisch. Also ich habe gehört, Tintenfisch ist ein super Dude. Ja, habe ich auch gehört. Absolut Pro-Player. Ja, absoluter Imba-Spieler, ne? Ja. Oh yeah. Ich merke das schon. Aber wir sind auch bisher nur einmal gestorben, ne? Ich glaube ja. Oh, wo steht das? Barock. Wo konnte man das nämlich sehen? Aber ich weiß jetzt gar nicht wo. Ah, dann machen wir es doch einfach mit dem Reh, ist doch viel einfacher. So, Graffiti. Ist das? Neon ist das. Ah, das ist das. Machen wir doch mal Graffiti. First back ist Tank. Ah. Machen wir so. Wo kommen wir diesmal rein? Ich glaube, ich werde das da mit den Instanzen direkt zusammenschneiden. Oh, jo. Hier waren wir schon. Ja. Weiß nicht, wo war. Ne, hier sind wir, glaube ich, nicht gewiped. Ne, Düsterbruch sind wir gewiped. Ach, genau. Okay, das ist sehr klein. Das ist sehr klein. Nur aufpassen, dass ich hier nicht zu viel brülle, weil hier hast du das Problem, dass du Sand wirst die halbe Zeit. Genau, du kriegst mich auch schon gut auf den Sack. Ich kann dir nicht mal genau sagen, ob es wirklich Düsterbruch war. Musst du in den Videos gucken, siehst du das? Ich habe auch diese Bedrohungsanzeige einfach nicht drin, wie du das. Wahrscheinlich, weil du Tank bist. Na. Ich habe die ja wahrscheinlich, weil ich nicht die Akku habe. Das ist gut möglich. Das wäre zumindest meine Vermutung. Aber ich finde das auch doof, dass du das nicht einstellen kannst, ob du Akku hast oder nicht. Ja. Sollte ein UI ja schon können im Endeffekt. Naja, es ist Blizzard. Das sind viele Sachen, die das halt Minimum fehlen. Minimum ist gut genug. Ja, das stimmt. Ui, wir kriegen sogar ein KR, wie nett. Oh. Ja, das macht er absichtlich, da kann ich nichts dran ändern. Weil ich das weiß. Könnte man Death CD ziehen? Ja, sollte er haben mit dem Level. Das sollte verfügbar sein eigentlich.
brauchen zwar nicht mal alle, wenn immer trotzdem alle mit. Ich habe auch so das Gefühl, bis du eigentlich mal ein bisschen Damage bekommst, dauert das halt auch eine halbe Ewigkeit, ne? Wie meinst du das genau? Ja, wenn ich jetzt hier so rumlaufe und pulle, dann habe ich zum Beispiel so das Gefühl, das dauert halt eine halbe Ewigkeit, bis du überhaupt mal Damage, also frisst, dass dein Balken überhaupt mal reagiert. Wobei, wenn er dann reagiert, dann bewegt er sich ja schon ein bisschen. Ja. Da komm ich schon voll um. Der hat noch fast volles Leben. Ich weiß. Schlimm genug. Mein Nene macht es gerade diejenige, die am meisten Damage macht. Glaube okay. Ich. Hier ist Feuermage. Der letzte im Damage sein. Ja. Aber du bist auch Heiler, das ist was anderes. Genau. Schlimmer wäre es jetzt, wenn du über einen Tank stehen würdest. Ah, ich glaube, dann würdest du aber irgendwas falsch machen. Ich habe schon Leute gesehen, die haben das hingekriegt, dann haben sie die Gruppe nicht geheilt. Ja. Ich habe auch so das Gefühl, dass mein Ping heute ziemlich für den Arsch ist. In der Tens. Was hast du für eine? Schissen, ich habe jetzt hier Standort habe ich 57 und Welt habe ich 91. Boah, es ist eine Menge. Echt bescheiden. Standort 21 und Welt 22. Ja, das ist ja, das wäre optimal. Ja, das ist normal. Hier links, wenn die Gasfaserleitung da ist, hoffe ich, dass das besser ist. Yeah. Und? Oh, das ist so nervig für einen Tank, wenn er dauernd gestunt wird und nichts machen kann. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Boah. Das war alles durchdotten. Was heißt du denn jetzt eigentlich als Diszi? Ja, dich? Ja, mit welchen Fähigkeiten? Also ich habe jetzt mein Machtwort Schild. Ich habe Erneuern. Ich habe Blitzheilung. Ich habe Gebet der Besserung. Das ist diese Glocke. Dann habe ich noch Machtwort Glanz, das ist so ein AE. Und halt Sühne. Hast du das noch, dass du über den Damage, den du machst, heilen kannst? Das habe ich auch. So kenne ich den halt noch, dass du halt Schaden gemacht hast und dadurch die Leute geheilt hast. Genau. Weil das ist mir gerade ein bisschen zu aufwendig. Okay. Also bei Bossen mache ich's. Und ich muss halt auch bitte auf euch halten, das heißt, ich muss halt jeden alle paar Sekunden mal heilen, alle 12 Sekunden. Ach, okay, das war für mich eine passive Fähigkeit. Gibt's wahrscheinlich auch noch ein Talent oder so. Aktuell muss ich es aber, kann ich es nur über Heilung hervorheben. Unterbrechen. Ist immer nicht down. Oh Gott, stirb doch endlich. Zum Glück macht er nichts Böses. Ja, wenn der Schrei durchkommt, dann wird's ekler. Ach ja, normale Indie-Busse mit Enrage-Timer wäre nice. Ich würde mir sowas wünschen wie das Verlies, Flammschlund und solche Classic-Instanzen für Plus. Das wäre cool. Vielleicht kommen die irgendwann mal. Also die haben gesagt, das ist wäre möglich, aber das alles anzupassen braucht sehr lange.
Wir sind fertig. Echt jetzt? Ja. Wie gut, dass die noch kämpfen. Hora ist doch schon down. Naja, aber die haben noch ein paar Leute gepult. Das ist unnötig. Joa. So. Mal eben im Inventar leeren. Ja, mach das. Wobei ich auch überlegen bin, wieder FUI drauf zu machen und zu gucken, ob der ganze Bug jetzt weg ist mit dem Scheiß, was ich jedes Mal hatte. Mhm. Momentan bin ich zu faul dazu. Ja, kann ich verstehen. So, ich bin auch so bereit. Soweit. Ja, lass mal eben hier Sachen verkaufen. Alle machen. Gute Pfade finden. Ach schade, das neue Set habe ich natürlich nicht bekommen. Ist natürlich doof. Natürlich doof gelaufen. Boah. Da kriegst du erst, wenn du maximal Level bist, denke ich. Vorher wird das wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen. Was ich auch doof finde, da hast du so schöne Sets und kannst du nicht benutzen. Oder erstmal maximal Level. Ja. Deswegen, das finde ich auch immer so ein bisschen doof. So, Talente. Frage. Antwort? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie habe ich denn diesen schönen Talentpunkt hier? Carla, moin! Jetzt irgendwas mal genommen. Boah, irgendwas ist immer gut. Was anderes mache ich aber auch nicht. Ich nehme einfach mal irgendwas. 26. Ja, ich mache immer Einsteigerbild. Auch zum Level mache ich das immer. Weil ich keine Ahnung habe, was ich nehmen soll. Kenn ich. Oh! Wir sind so am Arsch. Wir werden sterben. Was geht euch da? Ich muss näher heran. Du machst das schon. Okay, das kennst du das noch von früher mit Scholo. Ne, ist nicht Scholo. Ne, wie heißt denn jetzt hier? Toll. Schatholm ist das. Vielleicht noch reingehen, Twister nehmen. Ist das mit dem Kloster? Nee. Das Kloster ist anders. Alles ist das andere. Was ist das mit dem Ziggurat? Habe ich auch schon. Ne, die kam hier. Soweit bin ich mit der Darkest Dungeon Challenge gar nicht bekommen. Mit bis zu der, nee. Wir machen es immer vorher. Verrückt. Ja. Vor allem Paladin, ne? 2 Level geschafft und dann direkt tot. Kann ich euch helfen? Weil der Heiler nicht geheilt hat und lieber Damage gemacht hat. Tja, du riechst das halt. Und solche Leute. Aber immerhin wartet die Gruppe. Ich bin begeistert. Das ist was ganz Seltenes. Immerhin warten sie alle.
Hier gab es auch so einen Pike, da musstest du aufpassen, weil wenn du da zu viel gepult hast, dann warst du nämlich direkt tot. Ich muss näher heran. Musst du hier runter? Der kommt hier runter. Aber seit wann triffst du mit dem Schild so viele Ziele? Ich kenne das noch, dass du immer maximal 3 Ziele getroffen hast mit dem Schild. Meine ich auch. Was ist das eben ein Talenten? Müsste eigentlich unser Tankmeister wissen hier, der gerade da ist im Stream. Ja, genau, Banshee Horn, das ist auch so ein scheiß Zauber. Warte, bin gleich bei dir, dann guck ich. Seit wann du mit dem Schild des Rächers 5 Ziele triffst, statt nur 3? Weil ich kenne das doch von früher, dass du nur 3 getroffen hast. Können wir auch erst die hier unten machen. Unser BFA, okay. Ich kenne das doch von früher, dass du halt immer nur 3 Ziele getroffen hast. Jetzt kommt nicht auf die Idee und tippt die Schriftrolle an. Das wäre jetzt gerade ganz uncool, haben sie gemacht, ne? Nein. Moment, mache ich sofort. Wenn die ein bisschen weiter kaputt sind, dann kannst du das gerne machen. Da kommt nämlich ein Boss. Ich bin außer Reichweite. Hier, Leveler. Haben wir noch einen Gargoyle? Den kriegst du nämlich nur, wenn du die Quest hast, ansonsten kommt er nicht. Ach so. Angriff! Zielwechsel. Also oft genug ist es schon passiert, dass die Leute gekillt worden sind dadurch, wenn du die Leute angreifst. Hab ich auch schon oft gesehen. Hart umhauen, dass die einfach sterben? Ja. Oh, nett. Oh, scheiß Stille. Ja, vor allem, wenn es den Tank trifft. Ich hauen. Verprügelt den Tank, verprügelt den Tank. Ich stille again. So nervtötend einfach. Jo. Und wieder Stille. Wow. Das meine ich halt. Das sind so Bosse, an denen hängst du so gefühlte Ewigkeit einfach.
So, fertig. Und jetzt wieder zurück. Müssen wir jetzt die linke Seite machen, sonst haben wir gleich ein Problem. Ich kann nämlich nicht da hinten runter. Ja, die schönen alten Inis. Sache, die einen schönen M Plus. Läuft. Ich glaube, es war ein bisschen zu viel. Ich bin gerade gesilenced. Aber geht. Schön an dem Pala ist ja, du kannst halt das Schild werfen und die Leute unterbrechen, ne? Das ist so der Vorteil bei ihm. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Okay, ist auch fertig. Hey, ich auch. Wie war das damals immer das Ziel des Tanks angreifen? Ach Quatsch. Einfach drauf. Einfach drauf, wenn du Agro hast, hat der Tank recht gehabt. Genau. Mit 40 Mann Raid brauchst du 6 Tanks. Mhm. Ja, natürlich jetzt doof, jetzt kann ich die natürlich nicht beschmeißen da hinten. Ich hab dich doch gerade unterbrochen. Warum castest du weiter? Schon Mobbing sowas. Angriff! Ja, wie der Boss, der denkt sich auch, warum soll ich mich bewegen? Ich bleib einfach hier oben stehen. Komm mal einfach hoch. Auch. Der hat, glaube ich, mal random Argo gehabt. Weiß ich gar nicht mehr. Die Leute hauen sehr auch lange her. Gut Damage raus, würde ich sagen. Du willst gerade einfach. Ja, hau mir doch nicht ab hier. Komm doch mal nach oben. Ich kann keine Akku aufbauen. Haut einfach ab hier. Lass mich einfach oben stehen. Ja, da denkt sich nur kein Bock auf dich. Kein Bock auf den Typen. Ich gehe wieder. Dann geh ich schon mal rein hier. Genau, alle laufen jetzt rechts rum, während links die alle rumkommen, ne? Intelligenz. Muss man den Leuten lassen. Obokal, ja, oh Mann, die Leute haben einen Namen, ey. Was geht denn sonst so, großer Meister? Wie ist die Lage? Kampagne schon gespielt? Natürlich nicht. Also ich habe vorhin, war ich kurz drin mit dem Shami, habe ein bisschen was gemacht und bin wieder offline gegangen. Das ist natürlich dann doof. Aber Kampagne kannst du ungefähr 2 Stunden rechnen, wenn du alles durchlesen willst. Ja, ja, plus halt noch die alte Kampagne muss ich wahrscheinlich ja vorher machen. Das weiß ich nicht, ob du die vorher machen musst. Warst du denn auf der Insel? Da war ich noch nicht, nein. Ja, dann wirst du das wahrscheinlich auch noch vorher machen müssen. Welche Insel überhaupt? Die mit 1007 reingekommen ist, dann warst du auf der Insel. Ach ne, da konntest du da gar nicht spielen, das ist ja gar keine Spielzeit, fällt mir gerade an. Du bist auf die Insel gegangen und konntest so einen Ring holen. Wo du durch nochmal so extra Fähigkeiten bekommen hast, quasi. Okay, so Legendary-mäßig? Ja, sowas in die Richtung. Aber ich fand den Ring scheiße, muss ich sagen. Ich finde den nicht so toll. Muss halt in so ein Gewölbe, dafür muss Rare-Mobs farmen. Die haben am Anfang sofort immer einen Schlüssel gedroppt, das heißt pro Rare-Mob einen Schlüssel. Nach einem Tag später haben sie es geändert.
Da musstest du gefühlt 10 Stück umhauen. Ja, da habe ich dir gesagt, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe meinen Ring fertig, leg mir am Arsch, keinen Bock mehr drauf. Wow. Hab ich die Schnauze voll gehabt. Weil ich eigentlich immer noch überlegen war, ob ich den Feral-Druide wieder auspacke in den Spiele. Viel früher, aber irgendwie. Ich weiß nicht, der reizt mich momentan irgendwie nicht. Also der Jäger macht momentan mehr Spaß. Ich den spiele. Ja, warum auch nicht? Deswegen spiele ich den momentan lieber. Und den Todesritter spiele ich momentan nur jetzt wegen Kampagne und sowas. Ja. Das ist ja dein Streaming-Show. Richtig. Na komm, ach nee, warte mal, wir haben noch ein Tor vergessen, fällt mir gerade auf. Yep. Wir haben doch noch ein Tor vergessen, wir müssen nochmal zurück. Da war ja was. Dann alle Mann zurück. Mordi ist falsch gelaufen. Passiert auch dem besten Mal. Das stimmt. Den allerbesten fällt es sogar noch auf. Ich hab's jetzt auch nur gesehen, weil die Tür zu war. Das Schlimmste ist halt, wenn du Caster hast und den nicht auf Agro kriegst, weil die einfach so weit wegstehen. Oh, mein Schild ist noch nicht ready. Angriff! No, attack here, let's go! Weil ich sagen muss, dass mein anderer Paladin immer noch nicht Level 70 ist. Nee? Nein. Der ist 68 oder 69. Wir den doch bis Max Level hier hoch. Ja. Okay, würde ich erstmal die ganze Kampagne nochmal durchjagen mit dem Jäger. Ich hoffe, da schöne Armbrust oder sowas noch mit bei ist. Also, wenn du die Kampagne abschießt, ist ein schönes Rüstungsset für den Plattenträger definitiv dabei. Also mir gefällt das ganz gut. Okay. Bei den anderen Klassen muss ich sagen, ja. Es gibt Schöneres. Aber trotzdem, wenn da schöne Waffen bei sind, warum nicht? So, ist das auch fertig. Ach, Weihwasser habe ich noch gar nicht gelootet. Fällt mir gerade auf. Ich habe das Gargrot. Kann ich ihn hier rüberziehen? Ich hab ihn. Ja, er kommt. Angriff! Böser Timmy. Ach nee, das ist der Magister, das ist ja gar nicht Timmy. Wie war ja in dem anderen. Das war aber gut, aber. Oh ja. Yeah. Das war der mit dem scheiß Berserker-Modus. Like
Nase. So, das Weihwasser klauen hier. Müsste auch mit Rammstein gewesen sein, ne? Oh ja, jetzt wird's ekelhaft. Von denen darfst du nämlich auch nicht zu viele pullen. Ich muss näher heran. Yep. Die hauen den chargenden Kreuzfahrertypen. Das ist noch viel ekliger. Ja, das ist in dem anderen Teil. Zum Glück. Aber ich merke jetzt schon, ich merke das gerade, ne? Ordentlich. Ein bisschen, aber ich warte mal ein bisschen, bis ich dich heile. Vielleicht habe ich auch mein Weihwasser. Ich versuche zumindest meinen Dot auf die Gegner zu bekommen. Mhm. Damit das so ein bisschen passiver Heal dabei ist. Aber ich finde auch schön, dass sie eigentlich reingemacht haben, dass du keine Markus mehr schreiben musst. Ja. Das ist eine gute Neuerung eigentlich. Weil jeder Heiler hat eigentlich mit Mouseover gearbeitet. Ja, viele. Ja. Wird einfach im Endeffekt. Ja, macht halt mehr Spaß, meiner Meinung nach. Ja, macht so aus. Ich spiele zwar nicht so häufig einen Heiler, aber mir hat es immer gefallen, wenn du wirklich drüber gehen konntest, zack, Fähigkeit und dann fertig. Genau. Ich fand das irgendwie angenehmer. Ist auch angenehmer. Wenn ich noch früher an Karasan zurückdenke, dass du immer klicken, heilen, klicken, heilen, klicken, heilen. Ja, so kenne ich das auch noch. Dass du immer im Target haben musstest. Und jetzt kannst du, also, man muss natürlich auch sagen, als Heiler musst du ja auch mittlerweile Schaden machen. Ja. Da wäre mit Klicken und sowas, das ging ja gar nicht. Wenn du immer das Target wechseln müsstest. Schwierig, glaube ich. Ein bisschen. Aufwendig würde ich es jetzt nennen. Weißt du, das ist halt die Erfahrung, die du dann sammelst, ne, bei den Zahlen. Mhm. Was ich ganz cool finde, ist, dass du direkt siehst, wie viel du quasi absolviert hast, quasi vom Leben. Ja. Also so einen Balken hast da drin. Das finde ich ganz cool eigentlich. Boah. Warum kann ich mal nicht? Ich kann zwischendurch einer meiner Fähigkeiten nicht bringen. Nicht genug Macht? Ne, die habe ich ja. Aber ich kann es trotzdem nicht benutzen. Mensch. Ehrlich, der wirklich im Dreck. Aber wie oft ich da schon verzweifelt habe bei dem Boss. Mhm. Und sein Schild besser als das, was ich habe? Ja, 2%. Zumindest bis zum nächsten Level Up ist es besser. Ja. Ich weiß noch, wie damals ein Arbeitskollege sagte, boah, ich fahre mir schon ein halbes Jahr daran, dieses Maus in Stratholm. Ja, hier in dem Dungeon. Ja, ja. Ich sagte, was ist das denn für ein Mount? Ja, Baron Tunnelspur hat das, der droppt sein Mount. Ich sag, okay, cool, muss ich mal reingehen. Mir das mal angucken. Ich gehe rein, denke mir nichts dabei und direkt was frei bekommen. Als ich ihm das gesagt habe, hat er erstmal nicht mehr mit mir gesprochen. Oh. Aber ich weiß, Alex hat ja auch noch jede. So eine recht lange Zeit angefahren, weil das Mount hatte. Das kann ich nicht angreifen. Du hast auch sehr lange dran gesessen, bis ich unbesiegbar hatte. Das habe ich bis heute nicht. Angriff!
Hab ich auch sehr lange dran gesessen. Also das Bounty ist schon ganz cool eigentlich, was er hat. Aber ich habe es auch schon ewig nicht mehr gesehen, dass es in einer Instanzgruppe gedroppt ist. Also damals ja, da ist es relativ häufig gedroppt, aber mittlerweile eher weniger. Ja, schauen wir mal, was jetzt passiert. Bin mal gespannt. Und? Nix. Nope, nur eine Robe. War schon hart, ey. Hallo. Hallo. Welche neues an Fähigkeiten bekommen? Die Hand auflegen habe ich zum Beispiel auch, so ich habe schon eine Leiste sich gerade. Wow. Da schieben sie dir immer automatisch rein. Nee, ist ausgestellt. Ach so, okay. Mit mir. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Hört ich was aus. Hallo. Ich bin fertig, denke ich. So, noch mal in Treppen. Ich habe ganz, ganz viele Waren. Aber ich finde das schon cool, was er droppt. Gar nicht so schlecht. All unseren Freunden viel Glück. Ja, das sieht ganz gut aus. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Ich habe viele Glücksbringer. Was hat's morgen hier?